an 8. Also ja. Einen wunderschönen Nachmittag oder Abend an alle Chick-Freaks, Cup-Freaks oder was ihr halt sonst gern macht. Ich befinde mich wieder an der Donau. Heute ist die vierte Nacht von meiner Karpfen-Session, die so jedes Wochenende betreibe. Also ich bin jedes Mal in etwa 24 bis 26 Stunden bis jetzt da gewesen. Wie gesagt, dreimal war ich schon da, fünf Karpfen habe ich gefangen. Ich glaube, 12 Barben, einen Perlfisch. Ja, das ist meine Ausbeute bis jetzt. Die Routen liegen jetzt wieder und ich mache heute wieder eine Nacht. Also ja. Alter Schwede, full die Action. Alter Schwede, bei der Anmoderation schon. Oh. Wer wollte es wissen? Schau, wenn wir es da jetzt aufmachen. Oh, ist schon ganz an der Oberfläche. Da bin ich gespannt. Seid ihr live dabei? Donnerkapfen. So, ich muss ein bisschen improvisieren, weil natürlich jetzt eigentlich auf gemütlich jetzt mal ein bisschen warten und kochen und so. Und ja, dass da jetzt direkt bei der Moderation herrschen will. Gut. Ein Fisch beißt, ist ja sensationell. So. Ich glaube, ewig groß ist er nicht, aber er will ganz super wieder. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir da haben. Aber unglaublich geil, oder? Also, lange habe ich jetzt nicht gewartet drauf. Wie spät ist? Super schöner Schubler. Super schöner Schubler ist das. Ganz lang gestreckt, so wie ich es gern habe. Ist das geil. So, ist im Netz. Ist das geil. Unglaublich. Kannst du noch immer nicht glauben. Live bis bei der Anmoderation. So, jetzt zeige ich das jetzt. Jetzt ist es soweit. In der absolut geilen Stimmung. Sonne scheint jetzt. Puh. Jetzt zeige ich jetzt den Fisch. Das ist unglaublich. Ich bin so geil, ist so geil, hey. Direkt angerannt bei der Anmoderation für den vierten Tag. Original. Ich hey, bin genau 3 Stunden da, davor habe ich 2 Stunden aufgebaut. Boah, cool. Wie schwer wird das sein? Ich schätze mal so 8 Kilo. Wunderschöner Schubler. Hey. Donaugold. Dankeschön. Dankeschön. Action! Hey, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Hey, habt ihr den Rahmen gekehrt? Also, ich habe gestrickt, dass ich überhaupt irgendwie echt irgendwie was zahlen kann. Sechster Fisch? Original. Oh,
Ich bin ein bisschen sprachlos. Aber beim letzten Mal habe ich auch einen versäumt, der hat sich leider der ist mir ausgeschlitzt. Aber er hat keinen so einen Full Run wie der gemacht. Also der ist ja vollkommen durcheskaliert beim Durchstarten. Also so richtig geil. Das ist genau das, was mir halt beim Krapfenfischen wirklich so richtig auffixt, dass das aus dem Nichts explodiert, das Ding. Das ist ja, also eine richtig geile Fischerei und ich kann neben beim Betal sitzen und ein bisschen. Hallo? Jetzt schon wieder. Eskalation. Wo war ich? Weiß ich nicht mehr. Wurscht. Egal. Also unglaublich. Also ich habe die. Eigentlich kann ich wieder heimgehen. Ja. Ich habe den sechsten Fisch gefangen und bin immer nur drei Nächte gewesen. Also die Nacht hat ja noch nicht angefangen, wie man sieht. Die Sonne scheint ja noch. Und das ist natürlich richtig geil, weil bei Sonnenlicht ist das halt richtig. Richtig super, da sieht man was, da kann man was herzagen. Das ist eine feine Geschichte, ja. Was hat es vielleicht noch? Gut, ja, ich hab's ja gesagt, ich fisch bitte so einen Schneemann, irgendwas Auffälliges. Da eine fischige Kugel. Da war jetzt drauf Scopex, Squid Scopex, glaube ich. Irgend sowas. Ja. Und ich glaube, ein rosas Popal oder oranges, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich es wieder ausgelegt und ich hoffe, er holt sich, er catcht gleich wieder an. Wie gesagt, 10 Kilo. Mein PB da an der Donau ist 12 Kilo. Die habe ich schon zweimal gehabt. Damals mit einem wunderschönen Schubler und dann auch noch mit einem wunderschönen Spiegelkapfen. Ja, jetzt wieder ein 10er. Ja, schauen wir mal. Mein Ziel ist ein plus 20 Kilo. Hätte ich gern. Das ist mein Ziel. Ja. Ich mache mir immer wieder so Ziele. Wie gesagt, das Karpfenfischen direkt am Strom ist jetzt da auf einer Geraden. Die ist ein paar Kilometer lang, irgendwo ziemlich genau in der Mitte. Man darf nicht mit dem Auto daherfahren, man muss das alles händisch hertragen oder ziehen. Ja. Ein Leiterwagen. Und ja. Es ist recht unpraktisch da zu fischen, man hat überhaupt keinen Platz. Ein normales Zelt kann man da gar nicht aufstellen. Und weiter muss es mitten auf die Stange stellen, das ist alles ein Drama. Ja, soll ich sagen, ne? Ja, wie gesagt, das ist eine komplett gerade Strecke. Und ich fütter ab und zu mal, wie ich Zeit habe, weil der Weg daher ist weit. Das heißt, das kostet alles Geld. Ja, ich fahre dann 40 Minuten her. Dass ich mal herkomme und nur geschwind ein paar Handvoll Futter reinzuschmeißen und wieder heimfahren, ist mir zu wenig. Dann gehe ich ein bisschen Spinnfischen. So habe ich mir auch diese Stelle ausgesucht. Ja. Eben, ich habe da jeden Meter, quasi 2 Kilometer, 100 Mal mit der Chick-Route und mit dem Chick angefischt. Und mir so auch die Bodenstruktur genau angeschaut. Wo sind Steine, wo sind Hänger? Das kriegst du natürlich beim Zippen am Grund super mit. Ja. Nimmst ein bisschen einen schwereren Köder, schweren Kopf, dann kriegst du richtig geile Rückmeldung. Ja. In dem Fall ist das da alles Sand, geht bis ungefähr 9 Meter runter. 9 Meter ist dann das Flussbett. Hier ist schon wieder Springer, vielleicht wird das halt richtig geile Nacht. Und ja, geht schräg runter, hat einen Absatz bei 5 Meter, der geht ein bisschen flach da rein und wieder runter. Am Anfang habe ich, am ersten Tag habe ich genau auf diesen Absatz gefischt und ganz draußen am Bockungsfuß, aber da draußen habe ich nie einen Fisch gefangen. Und eben beim, wie ich die erste Nacht da gemacht habe, habe ich gesehen, dass die Fische auch ganz am Rand springen. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, passt, beim nächsten Mal probiere ich das aus. Fütter 3-4 Meter vor die Füße und legt dann einfach da mal eine Kugel drauf und sieh da, ich habe 2 Karpfen dort gefangen in der ersten, der zweiten Nacht. Ja. Und am selben Platz am Mittag nur mal 2. Ja. Also das funktioniert.
beim letzten Mal habe ich noch angefangen, auch wieder zur selben Stelle, und ich fische die zweite weiter unten, vielleicht nochmal 25 Meter weiter unten, auch genau auf die gleiche Distanz. Dort habe ich noch einen kleinen, quasi, weiß ich nicht, ein paar Schaufel-Pellets drauf geschmissen, ein paar Kugeln dazu. Und da war noch nichts. Weiß ich nicht warum. Da habe ich das letzte Mal auch schon probiert, war auch nichts. Jetzt bin ich im Überlegen, ob ich nicht vielleicht die eine Fische habe, auch wurden das. Den Karpfen jetzt gefangen habe, das ist eigentlich eine massive Barbfiederrute, ja. Von Corum, glaube ich. Also ich kriege da nichts dafür. Ich finde nur die Sachen absolut geil. Genauso wie dieses Rotbot dazu. Super Geschichte. Echt sensationell gut. Ja. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja. Ja, und folgendes, kostet nicht die Welt. Was eine feine Geschichte. Ja, jetzt bin ich im Überlegen, da unten nichts, da war ja auch noch nichts gegangen ist, jetzt liegen uns doch schon bald einmal 2 Stunden. Gesagt, auf der einen habe ich schon einen Fisch gefangen, das habt ihr mitgekriegt. Und die zweite hat noch nichts gefangen, obwohl eigentlich die davor wäre. Das heißt, wenn die Karpfen wirklich von da unten kommen würden, würden sie zuerst bei der unteren Route vorbeikommen. Es ist natürlich eine andere Kugel drauf. Weiß ich jetzt nicht genau, was ich da aufgemacht habe, aber ich weiß nicht. Ich glaube, da war auch was richtig Gutes drauf, auch mit einem Schneemann, so einem Popau. Aber anscheinend kommen sie nicht von unten, wie gesagt, sonst wird die ja irgendwann mal ablaufen. Aber anscheinend ist das nicht so, keine Ahnung, warum das so ist, aber egal, vielleicht eins nur. Warum ich das mache? Eigentlich bin ich ja bekannt fürs Zanderfischen, da ich ja meine eigene Köderlinie zum Zanderfischen gemacht habe. Ne? Oder Echtfischen, Hunkofischen, was auch immer, Gummifisch halt. Ne? Warum mache ich das? Karpfenfischen jetzt, könnt ihr genauso Zanderfischen gehen. Ja, ganz einfach. Ich bin seit 10 Jahren jetzt ausschließlich Zanderfischen gegangen, macht mir ewig viel Spaß, aber es ist jetzt halt ewig heiß gewesen. Ne? Und erstens, wenn ich jetzt einen schönen Zander fange bei der Hitze, das ist wirklich anstrengend für den Fisch. Das mag ich jetzt eigentlich nicht machen. Du fangst viel kleine, das möchte ich eigentlich auch nicht machen, das interessiert auch keinen. Ne? Und es ist jetzt auch, ne? Die Fische sind verteilt, die gute Zeit kommt dann, die fängt dann so Oktober an. Und darum schaue ich jetzt, dass ich diesen September, bin jetzt im September, quasi zum Karpfenfischen. Das ist quasi diese Zeit, die man. Ich habe mir ja hunderte YouTube-Videos von sämtlichen Firmen und was weiß ich angeschaut, und der Spätsommer ist eigentlich die optimalste Zeit zum Karpfenfischen am Fluss. Ja. Und ja, deswegen mache ich das. Außerdem machen wir immer wieder so Challenges. Ich habe gesagt, seit 10 Jahren, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Und nie haben wir es gemacht. Ne? Und jetzt habe ich gedacht, okay, passt. Dieses Jahr ziehe ich das durch. Ja, da gehe ich mal richtig Karpfenfischen einen Monat lang. Wie ich Zeit habe. Ich glaube, jedes Wochenende vielleicht mal eine Nacht. Ne? Und so hardcore bin ich noch auch nicht. Aber schauen wir, was kommt. Vielleicht schaffe ich mein BB zu knacken. Also, das sind zwar auch im Donauausstand. Ja. Aber das sind 18,2 Kilo. Und ich hätte halt gerne da 20er gefangen. Der zögert halt nur mehr. Ja. Und ja, dann hätte ich eigentlich diese Challenge für mich immer abgeschlossen. Solche Sachen mache ich ganz gern. Und was ich mir auch noch als Ziel gesetzt habe, ist, einen richtig großen Barm zu fangen. Barmfiedern, das ist ja was richtig Geiles. Ich mache das zwar nicht so mit Made und so, weil da was hat dann so viel Beifang, da mache ich das eher so wie der Andreas Sachbauer das macht mit der Käsegräner. Oder ich habe noch was Geileres. Ja, das sage ich auch noch. Aber das zu einer anderen Zeit. Und eins würde ich auch bitten, wenn ihr das Video, wenn ihr so nett seid und dieses Video auch wirklich, wirklich anschaut, ja, dann bitte fragt mich nicht, wo ich fische. Ich würde es nicht sagen. Ja, wie gesagt, erstens fischen da noch andere auch, und ich will nicht, dass man da
massiv viel Tourismus her. Gell. Ich kann nur sagen, es ist ein Staubereich. Ja, es ist in Niederösterreich. Und das muss euch dann reichen. Aber das geht bei euch genauso. Probiert es einmal einfach. Schaut es beim Spinnfischen an, wie die Gegebenheiten sind, ob Sand ist. Gerade in einem Staubereich ist immer gut für solche Sachen. Da ist meistens eine Sandablagerung, da sind die Steine nicht. Die Bockung ist dann nicht ausgeschwemmt, vielleicht nicht in der Außenkurve. Die Außenkurve ist zwar immer gut, ja, aber zum Karpfenfischen ist es scheiße, weil du hängst mit den schweren Bleidern immer. Du musst ein bisschen schwerer fischen, dass dir die Strömung nicht verzirkt. Wobei, wenn man dann ganz herbeifischt, optimal ist das, wenn es ein bisschen flach reingeht, so auf 3, 4, 5 Meter ein bisschen so, und dann halt runterknickt. Genau auf diesem Abhang bis zu 5 Meter, da fische ich gerade. Ist auch super, da kann auch mehr Strömung sein, da herbei, das geht immer. Und ja, das mache ich halt, ja, fragt mich nicht, wo ich bin, weil wir es nicht sagen. Nicht, weil ich es nicht herzeigen will oder herzeigen, sondern weil ich eben schon andere Reviere dieses Problem gehabt habe und dann wäre ich schief angeschaut, ne? Obwohl ich da rundum kein Schwein fischt. Ja. Da gibt es zwei Leute, die da vielleicht nur außer mir herkommen, weil es ist einfach mühselig, ne? Alles da herzutragen und da zu karren. Ja. Und ja, ich habe schon wieder viel zu geredet. Ja. In diesem Sinne, ja, bitte seid so nett und abonniert den Kanal, wenn euch das gefällt. Beziehungsweise, wenn ihr Interesse habt an meine Köder, ja, Chick-Freak, ja, dann könnt ihr euch die gerne mal anschauen, und zwar unter www.chickfreak.at. Da habe ich einen kleinen Shop eingerichtet. Da kann man alles käuflich erwerben, was man so zum Zanderfischen braucht an Ködern. Ja, Ködern, Haken. Alles, was man so braucht. So, mir kracht der Morgen. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht im Video. So, passt. Dann werden wir jetzt einmal was zum Essen machen und dann lege ich die eine Ruten mit testungsweise hinaus. Weil wer es nicht probiert, der weiß es einfach nicht. Und ich kann euch nur sagen, ich habe mir einfach hergesetzt, habe mir da zwei, drei Tage vorher ein paar Handvoll gegoogelt. Und bin jetzt eingestrahlt und original, es hat funktioniert. Beim ersten Mal eben Barben in der Nähe, glaube ich, Zähne, und beim zweiten Mal vier Karpfen und eine Barbe. Passt. Also, in diesem Sinne, ich muss aufhören zu blabern, sonst wird das ein ewiges Video. Passt. Also, wir sehen uns beim nächsten Fisch. Bam, der hofft bald. Und ich glaube, der hat ein bisschen, der hat ein bisschen mehr. Ja. Alter Schwede. Selbe Stelle. Genau eine Stunde später. Ist das der 15 Plus? Na, das ist schon einiges schwerer wie der letzte. Aber ich will jetzt nichts verschreien. Ich will jetzt nichts verschreien, aber war ich schnell. Oh, hat er das Stoff gegeben? Bist deppert. Gerade habe ich überlegt, ob ich nicht die andere Ruten jetzt woanders hinlegen soll. Alter Schwede. Aber ich habe mir schon gedacht, ja. Es kommt dann demnächst ein bisschen ein schlechteres Wetter und das motiviert die Karpfen halt dann schon sehr. Schauen wir mal, ob wir ihn kriegen. Würde mich freuen. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ja, auch nicht nachschauen. Ja. Schaffen wir die 12 Kilo zumindest. Das neue Donau Fluss BB. Ja, fühlt sich sehr schwer. Ich glaube schon. Aber die haben natürlich Bauer ohne Ende.
da lernen sie richtig eine. Wieder auf dieselbe Runden. Das ist unglaublich. Immer genau auf derselben Stelle. Geschafft in die Schlapfen eine. Das ist lauter Moos in meine Schlapfen drinnen. Weil ich mit den Socken ausgerennt bin. Aber so ist es halt, ne? Oh, der steht unten, Burschen, hey. Burschen, der ist richtig gut. Ich hoffe, ich kriege ihn. Ich hoffe, ich kriege ihn. Gleichmäßig bleibt da unten. Also bin ich nicht der Karpfenprofi, gell? Ich mache das ne, sporadisch und eben, weil man denkt, ja, es ist Zeit einmal wirklich die Sachen, die man sich vornimmt, ja, auch wirklich einmal durchzuziehen. Also, ich glaube, so besorgt wie der hat man gar nicht. Der steht jetzt vor mir und kommt nicht in den See. Jetzt kommen wir mal auf Luftblasen rauf. Ja. Na, lass dich anschauen, dass ich mal weiß, was ich überhaupt da drauf habe. Oh, alter Schwede! Ein Schubler ist richtig fett, ein Schubler. Oh, jetzt hört das. Ist das geil? Oh, ich glaube, die 12 Kilo die haben wir geschafft. Der will partout nicht. Ist doch geil. Ist doch so richtig geil. Alter Schwede, der besorgt man's richtig. Bin gespannt, wie schwer der ist. Boah, was sagt ihr? Schaffen wir's oder schaffen wir's nicht? Schaut immer so groß aus im Wasser, ne? Jawohl, der ist weg. Der ist drinnen. Der ist drin. Der ist drin. Der ist drin. Ich sag's, es ist so geil, es ist so geil, es ist so geil. Und das direkt auf der Geraden. Direkt auf der Geraden. Hey. Ah, der Schwede. Das ist ein fetter Käfer, oder? Das ist ein fetter Käfer. Ne? Bin schon gespannt, wie schwer der ist. Alter Schwede. Ja, auf alle Fälle mal gegressen wie der letzte. Und wow, richtig viel mehr Power als wie der letzte. So. Passt. So, wenn wir ihn nasser tun und dann präsentiere ich das. Solange das Licht noch passt. Vor einer Stunde zwei Karpfen, Alter. Die 10 Kilo sind zum Toppen für heute und 12 Kilo für die Donau und 18 Kilo generell. 18 Kilo schafft er nicht, aber die 12 könnte man knacken. Also, passt. Ich will los sein. Wenn ich eins weiß, das ist auf alle Fälle schwerer. So. Na komm. Na komm.
Alter Schwede, ist das nicht geil. Alter Schwede, der hat mir's jetzt besorgt. War da wieder full ran. Hey. Boah, leider habe ich gerade das Telefon in der Hand gehabt. Hab mir gerade angeschaut, den letzten. Wisst ihr, ist das nicht geil? Donnergold. Alter Schwede. Boah, so. Jetzt kurz angewogen und dann geschwind wieder retour mit dem schönen. Bäm! So, was jetzt? Schauen wir mal. Na, geh durch. Alter Schwede, genau 12 Kilo. Das ist nicht zu glauben. 12 Kilo, 12 Kilo. Aber was soll's? Wunderschöner Fisch. So, passt. Jetzt dürfen wir wieder. Dürfen wieder das Element. Der schöne. Oh, da ist er. Alter Schwede, ich hätte jetzt echt geglaubt, der hat 15. Der hat mir so besorgt, der war so schlecht. Stiebitzer vorn zum guten Einschlafen. Und hoffentlich holt mich der nächste Biss bald wieder von der Liege herunter und beschert mir einen dicken Karpfen. Ja, boah, was soll ich sagen? Zwei Karpfen, bevor es noch finster war. Sensationell. Ja. Hätte ich nicht geglaubt. Hätte ich nicht geglaubt. Schauen wir mal, ob die Nacht genauso weitergeht, wie der Tag geendet hat. Habe jetzt die zweite Route, die da weit unten gelegen ist, heraufgeholt, da war das Pop-Up vor die Krebse runterzwickt, komischerweise, wie auch immer. Auf die Pop-Up, auf das alles, was ein bisschen greller ist, auf das ging es richtig los. Ja. Jetzt habe ich es quasi vor die Füße, direkt vor die Füße, 5 Meter da reingelegt und die andere habe ich dort, wo ich es immer habe. Ja. Ja, und jetzt hoffen wir halt, dass bald wieder was passiert. Ja, ja, jetzt schauen wir mal und warten wir und im besten Fall bämmelt es gleich wieder. Passt. Also, Postal auf euch. Alter Schwede. So sehe ich mich jetzt da. Über den Fisch frei. Das ist ein unglaublich geiler Fisch. Aber ich habe jetzt eine halbe Stunde an Schublad rührt und dann reißt man vor dem Kescher das Vorfach. Wirklich eine halbe Stunde. Der ist super geschwommen, da nicht super, da nicht super, da nicht super, da nicht Vollgas. Unglaublich. Ärgste drüber, wenn ich was gehabt habe. Aber jetzt kommt es zu dem Teil da. Das ist einmal ein Barb. Alter Schwede, schaut euch den Barben an. Alter Schwede. Boah. Fah. Den muss ich mal messen. Alter Schwede. Ich meine, ich habe urviel Freude damit, aber leider bist du deppert. Alter Schwede, der. Boah. Wie kann man so klick haben und so einen riesen Barben fangen? Und gleichzeitig so ein Bild. Naja. Schade, so ist es heute im Fischen. So, passt. Der darf jetzt da gleich mal wieder ins Element. Alter Schwede. Doppelrun. Während das nie den anderen drüber hat, der bissen. Dann hat sich der andere große festgesetzt irgendwo.
dann habe ich den der Welt gerührt und geschaut. Und dann habe ich den anderen, der sich der Welt da wieder freigeschwommen hat, wieder auf das. Auf das sind jetzt alle Fische gekommen. So, was hat der Gute? Er Baum. Alter, und so dicke. Alter Schwede. 83er Baum. Beste. Na gut. Das ist definitiv jetzt nochmal zum Herzen. Mein Baben BB. BB ist das. Aber 83er Baum. Alter Schwede, so ein geiles Teil. So, du darf jetzt sofort wieder schwimmen. Passt. Dankeschön fürs Kuma. Ja, alter Schwede. Also lang hat es nicht gedauert, dass ich mich wieder von meiner Liege wegbewegt habe. Also ich habe gerade meinen Cider ausgetrunken. Full Run, aber richtig. Also bleibt einfach nicht stehen. Ich bin gemütlich in meine Schlapfen rein. Lass mich nicht hetzen. Nimm die Route auf und spiel so. Bist der Bad. Diesmal auf die schwere Route, auf die schwere Karpfenroute. Unglaublich. Volle Kanne, fort. Kommt dann Draht um und kommt mir komplett entgegen. Auf einmal alles locker, ich cold. Drüben wieder. Boah, dann schießt wieder nach draußen und auf einmal Draht er wieder um und kommt wieder zu. Bis deppert. Also, der hat mir es richtig besorgt. Ja, also eine halbe Stunde habe ich sicher gedreht. In der Zwischenzeit ist die andere Route auch gerannt. Also, ein Doppeltriegel, ne? Die ist natürlich dann auch gerannt. Ne? Dann hat sich aber leider Gottes der große Karpfen irgendwo im Grund mit dem Blei festgesetzt. Und in dieser Zeit habe ich ihn einfach aufgemacht und habe einmal Ruhe gegeben, dass er wieder freischwimmen kann und habe dabei den anderen Biss gedreht. Ne? Und das ist dann relativ zügig gegangen. Hab den so schnell wie möglich in den Kescher befördert und hab gesehen, bist du richtig fetter Barb. Richtig dicker Barb, ja. Im Endeffekt war es dann auch 83er Barbe. Unglaublich, mein neuer Barben-BB, ja. Aber nebenbei, sobald der im Kescher war, habe ich natürlich die andere Route wieder aufgenommen und habe versucht, den wieder zu lösen. Ja, und der war dann auch wirklich wieder frei und hab dann getrillt wieder. Auf Biegen und Brechen. Aber ein bisschen mehr Druck gemacht, dass er war schon relativ weit dabei. Ja, und dann steht er vor dem Kescher. Der Barb natürlich im Kescher auch drinnen. Und vor mit dem Kescher unten drunter, der Fisch ist schon halb in dem Kescher, dreht sich aber nochmal aus. Ich will natürlich nochmal mit der Rute ein bisschen Druck geben, dass er in den Kescher hinein, ne? Und auf einmal geht es tschink. Weg. Weg. Alter. Nein, das gibt's nicht. Ausgeschlitzt, ne? Dann schaue ich nochmal mit der Stirnlampe. Steht der Karpf einfach regungslos vor meinem Kescher. Dem, Alter, sofort schmeißt die Ruten weg. Vor mit dem Kescher unten drunter. Aber da ist er dann drauf gekommen, dass er vielleicht doch ein Stückchen wegschwimmen sollte. Also, halt. Nein, also original, der war halb mit dem Kescher. Aber es war eben so ein fettes Teil. Das war so ein fettes Teil. Ich glaube, ich habe definitiv ob der nicht die 20 plus geschafft hätte. Alter Schwede, der hat mir's besorgt. Naja, so.
ist Glück und Leid ganz knapp beieinander. Ja, beim Fischen ist das halt so. Leider Gottes, irgendwo, wie gesagt, der ist vorher gehängt irgendwo, hat er mal bei einem Stein vielleicht irgendwo die Muschel, was weiß ich, was da, Guckuck, ne? Auf alle Fälle mitten durch, 50er Mono Vorfach. Ja, so ist es einmal, ne? Passt. Glück und Leid sind gut beieinander. Andererseits habe ich ja mehr Glück als Verstand, weil das einen schönen Barben gefangen. Also in diesem Sinne, boah, kommentiert einmal, was euch ein Barben-BB ist. Das würde mich interessieren. 83. Ist sicher dann nicht das Ende, aber boah, richtig geil. Der war so dick. Oh, Wahnsinn. Aber ich sag, das war auch gerade wie Kopf. Okay, na passt, ich leg mich jetzt mal nieder. Gib mir mal Ruhe, vielleicht den ja die Biber auf zum Schlagen. Und gib mir Ruhe. Passt, also. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Oh, alter Schwede. So. Oh. Jo. Das Ding mal weg. Was soll ich sagen? Nummer 3 könnte aber leider, könnte, ach ich wusste, boah, das ist ein fettes Teil, alter Schwede. Ah, wieder Popo. Also original, es ist jetzt keine 20 Minuten her, dass ich die Runden nicht ausgelegt habe und den Barben wieder auslassen habe. Ja. Also 20 Minuten, vor 20 Minuten war das alles. So, also ganz ruhig, ganz ruhig. Alter Schwede. Alter Schwede. Der hat gar nicht so groß ausgehört. Der ist schwer. Das haben wir jetzt aber gespannt. So. Da ist er drüber noch. Vielleicht bringen wir es nochmal zusammen. Oh. Wahnsinn, oder? Ist das nicht ein geiles Teil? Der dritte Karpfen heute. Boah, wie gesagt, den anderen, den weiß ich gar nicht, ob ich den da drogen hätte. Der war ja unglaublich groß. Aber gut. Vorbei ist vorbei. So. Ja, was gab's hier? Was gab's hier? Oder die 12 Kilo gemerkt? Ja! Eine kleine Dicke hat Kopf 14 Kilo, also so 13,8. Und dann, das ist er definitiv nicht. Alter Schwede. Den Brocken. Der ist so hoch, darum ist er so schwer. So, ja. Und der war jetzt wieder ins Element. So. Jetzt kann ich jetzt einfach. Und tschüss. Eigentlich habe ich jetzt da mitgerechnet.
Also jetzt ein bisschen eine Ruhe ist, weil die Biber haben genau geschlagen dort, wo ich gefordert habe. Und ja, trotzdem 10 Minuten später nach dem Schlagen. Jetzt habe ich sogar gehört auf dem Video, das ich hinten auf der Liege gemacht habe, wie der geschlagen hat. Das ist genau eine Viertelstunde jetzt her. Puh, na gut, passt. Also, muss weitermachen. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Chick-Freaks und Cup-Freaks da draußen. Und Baben-Freaks natürlich auch. Ja. Ja, die Nacht war sehr ereignisreich, ja. Also kann man schon so sagen. Boah, ich habe Babenente nie gefangen. Leider Gottes auch diesen riesigen Karpfen. Leider Gottes genau vom Kischer durch Vorfachbruch verloren. Er ist ja kurz einmal in den Steinen gehängt. Und ich glaube, da hat er mir mein 50er Mono-Vorfach irgendwo an einer Muschel beleidigt. Und wie ich dann Druck gemacht habe vor dem Kischer, dass er in den Kischer reinkriegt. Er war schon halb im Kischer drinnen. Ja, ist er leider dann abgerissen und ist dann sogar direkt vor dem Kescher noch stehen geblieben und ich habe mir gedacht, ich kann ihn vielleicht noch kurz einfassen, aber das war ihm dann doch zu viel Action und er hat sich gedacht, probieren wir es auch anders mal. Passt. Okay, aber ich habe geglaubt, ich fange jetzt ein Baben nach der anderen, habe ich auch gemacht, ja, aber wieder Doppel waren und jetzt sage ich, was ich jetzt gewandt habe. Ja, und so schaut es ja aus, meine guten Morgen-Dublette. 2, Nummer 1, das Double Run, der darf jetzt sofort zurück, schöne Bade. Und jetzt, mein guten Morgen-Karpfen, alter Schwede, so ein fetter Käfer. Ich habe gar nicht gewusst, dass die so dick werden können in der Donau. Alter Schwede, das ist wie ein Diskus, der ist wie. Und schon wieder schwer. Alter Schwede. Bist du peppert? So lange ist er nicht. Alter Schwede. Nummer 4. Ist das geil? Schaut sich den dicken Karpfen an. Groß ist er nicht. Oh, sensationell. Ist das geil? Okay, passt. So. Da würde mich jetzt interessieren, wie schwer der ist. Was schätzt ihr? Schreibt seine fleißig in die Kommentare. Boah, cool. Ja, sensationell. Der kleine Dicke hat auch fast so 12 Kilo, also so 11,8, 11,9. So, und der darf jetzt sofort wieder in sein Element. Puh. Ja, was soll ich sagen? Bist du fertig? Ja? Die Barbe habe ich jetzt einmal draußen gefangen. Original habe ich geglaubt, wie ich den Karpfen geholt habe. Der ist mir in die Schnur geschwommen. Da war es der auch gerannt. Das war heute bei dem 83er Baben, das war quasi dasselbe wie jetzt. Der ist auch nebenbei auch gerannt, währenddessen ich diesen großen Karpfen da eine halbe Stunde drüht habe. Der hat dann so, schade,
vor den Füßen abgerissen ist. Aber es ist natürlich schwierig, weil die Bahn hat sich ja auch 5 Kilo gehabt. Die war in dem Kescher drin. Ja, in diesem Sinne, so, ich will mir jetzt einmal Kaffee zu machen, die Routen wieder neu rausbringen und ja, dann schaue ich wieder. Passt, vielleicht sehen wir so bald wieder. So. Übrigens, bitte nicht vergessen, abonniert bitte meinen Kanal, lasst ein Like da und tut fest, meine Fragen kommentieren. Ja, das war ganz nett. Also, bleibt da. Auch wieder eine wunderschöne Farbe. Natürlich weit weniger, weil weit nicht so groß ist wie die 83er. Die war schon sensationell. Das ist auch was gewesen, was mir ewig schon vornehme, also eine riesen Barbe zu fangen, weil es einer meiner Lieblingsfische ist. So, der darf jetzt sofort wieder zurück und weiter geht's. Action ist da, direkt auf der Donau. Ich komme nicht einmal zum Kaffeekuchen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt da ein wenig Zeit habe. Original, ich habe die zweite Hurte ausgelegt. Leg's in das Tripod rein. Original. Da ist die zweite Hurte schon. Puh, unglaublich. Es sind halt Barben, aber man hat gesehen, beim vorigen immer wieder Karpfen auch dabei. So. So, ich glaube, das ist jetzt unser Abschlussfisch. Sensationell, fette Barbe. Ja. Am Schneemann. Dankeschön. Sensationell, oder? Die ist auch wieder gut über 70. Nicht so groß wie die 83 aus der Nacht. Aber unglaublich schönes Tier. Also, das ist mein Abschlussfisch. Ich bin mehr oder weniger schon beim Wegrammer. Eigentlich habe ich den Kescher schon trocken gehabt. So. Ups. Na. So ist er nochmal. Barbus, Barbus. Und das ist schön. Ja, und lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Ja. Das würde mich sehr freuen. Ja. Und schreibt es in die Kommentare, ob euch das so gefällt, was ich da mache. Das würde mich auch sehr interessieren, ob ich das wieder machen soll oder nicht. Ja, ich bin halt nicht wirklich ein Karpfenkanal, aber ich mache mal das gern. Ich mache immer das, was mir gerade liegt, das mache ich halt und fertig. Und wenn es jetzt da Tanderfischen ist, was ich meistens mache, das liegt mir halt besonders, dann mache ich das. Und jetzt liegt man halt gerade Karpfenfischen. Wie man jetzt bewegen ist, es ist nur brennend heiß. Und da ist eh nicht so weit her mit Zanderfischen. Ja. Hechtfischen würde mir jetzt auch wieder mal gefallen. Ja, ja. Also. Ich habe ja heute in der Nacht schon mein Ziel erreicht, das ich noch gar nicht so wirklich quasi öffentlich gesagt habe, und zwar, ich wollte eine 80er Bahn fangen. Das habe ich jetzt auch abgehakt, ja, das auch erledigt, ja. Jetzt wird man das weiterspielen auf eine 90er Barbe. Mal schauen, wie lange das dauert. Das ist sicher ganz was Seltenes. Glaube ich zumindest, wie gesagt, gehe mir nicht so aus, bin nicht so der Friedfischfischer. Ja, also, lasst ein Like da und einen Kommentar, ob euch das gefallen hat. Oder was ich das nächste Mal probieren könnte. Wie gesagt, Karpfenfischen auf der Donau. Funktioniert. Passt. Also, dann danke fürs Zuschauen. Jetzt ist es aus. Tschüss.